Sie sind auf der Suche nach einem neuen Fundraising-Job? Die fundraisingevangelisch.de Jobbörse kann helfen. Noch nie war es so einfach, eine freie Stelle im Fundraising zu bekommen. Durchs ganze Land hört man aus den Fundraising-Abteilungen dasselbe. Es ist gerade total schwer, gutes Personal zu finden. Das sagt sich so einfach, ist für gemeinnützige Organisationen und auch für Kirche und Diakonie ein echtes Problem. Und vielleicht ist es für Sie der beste Zeitpunkt, zu überlegen, ob Sie nicht die richtige Person sind. Es vergeht kaum eine Woche, dass nicht qualifizierte Stellenausschreibungen von gemeinnützigen Organisationen für Stellen im Fundraising ausgeschrieben werden. Auf fundraisingevangelisch.de finden Sie Stellen aus dem Bereich Kirche und Diakonie. Bevor Sie sich bewerben, checken Sie bitte die Stellenausschreibungen. Fundraising ist eine Tätigkeit, die auf lange Dauer angelegt ist. Wenn Sie allgemein Fundraising-Strukturen aufbauen sollen und der Vertrag ist auf 2 Jahre begrenzt, dann ist das oft schwierig, weil Sie, nachdem Sie Ihre Strategie entwickelt haben, nach 2 Jahren durch sind und dann erst die Früchte ernten können. Schauen Sie bitte auch, in welcher Position das Fundraising in der Organisation angedockt ist. Sind Sie direkt am Vorstand oder an der Geschäftsführung? Dann kann das funktionieren. Sind Sie eher unten in irgendeiner kleinen Abteilung angedockt, dann wird das im Fundraising tatsächlich schwierig. Schauen Sie bitte auch, welches Budget Sie zur Verfügung haben. Fundraising ohne Budget funktioniert nicht und wenn Sie für jeden Teebeutel zur Geschäftsführung laufen müssen, dann scheitert das von Anfang an. Checken Sie bitte die Stellenausschreibung oder im Gespräch, welche Weiterbildungsmöglichkeiten Sie haben. Fundraising ist ein dynamisches Arbeitsfeld und benötigt ständige Weiterbildung und Qualifizierung, sei es in Feldern wie Datenschutz, aber auch in der Kommunikation und in der Digitalisierung sind immer wieder Dinge, die neu gelernt werden müssen. Hat Ihre neue Arbeitsstelle eine Fundraising-Software oder wird von Ihnen erwartet, dass Sie die quasi nebenbei noch mit aufbauen müssen? Dann Vorsicht! Schauen Sie, dass Sie wo reinkommen, wo schon eine entsprechende Infrastruktur vorhanden ist. Es sei denn, es ist explizit ausgeschrieben, dass es zu Ihrem Job gehört, genau diese Software zu implementieren. Arbeiten Sie in einem Team oder sind Sie eierlegende Wollmilchsau im Fundraising? Schauen Sie, was zu Ihnen passt und checken Sie auch da die vorhandene Stellenausschreibung auf Ihre Bedürfnisse. Wie sieht es mit der Flexibilität vor Ort aus? Wird von Ihnen verlangt, dass Sie vor Ort sind oder besteht die Möglichkeit, auch Homeoffice zu machen? Wie sieht es aus mit der Mobilität? Sind Reisen durchs ganze Land geplant? Und in welcher Form wird von Ihnen eine Flexibilität in der Arbeitszeit verlangt? Hand aufs Herz, Fundraising ist in der Regel kein Office-Job, der von 9 bis 5 Uhr abgearbeitet wird, aber trotzdem sollte man ja wissen, wie oft man am Wochenende bei seiner Familie sein kann. Wenn Sie Fragen haben zu einem Einstieg oder zu einem Umstieg ins Fundraising, schreiben Sie uns eine E-Mail oder melden Sie sich in der Fundraising Evangelisch Community und tauschen Sie sich mit anderen Profis aus, die möglicherweise schon 20 Jahre und länger im Job sind. Die Fundraising-Szene in Deutschland ist sehr offen, man hilft sich, man kennt sich und man tauscht sich aus, sodass Sie dort auf eine sehr offene Atmosphäre treffen und man Ihnen gerne weiterhilft. Viel Erfolg bei der Bewerbung!